Sei still und hüte deine gespaltene Zunge, du falsche Schlange. Du wagst es, dich hier aufzuführen, als wärst du ein Mensch aus Fleisch und Blut. Ja. Du willst mich nicht bezwingen, du kleine Lappen. Jesus, lass mich ganz kurz die Ansage machen. Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Schwarz Edition 2. Wir sind gerade frisch in den Kampf gegen Jesus gestiegen, nachdem wir in der letzten Folge... Nachdem wir in der letzten Folge in den Kampf gegen Kyurem gestiegen oder gegangen sind und es entfusionieren konnten. Wenn ihr nicht wisst, was ich meine, schaut euch die letzte Folge an. Schutzschild, sehr gut. Predict. Ja, wie man sehen kann, verfolge ich gerade da Pitchtips sowieso an erster Stelle ist die Folge oder die Taktik, erstmal zu boosten, weil ich hier einen Geist-Pokémon als Gegner habe und mit etwas Glück Jesus keine Attacke kann, die meinem Pitchtip Schaden zufügen kann. Mal abgesehen von Toxin, was pro Runde immer stärker wird. Hier muss ich aufpassen. Kraftschub Nummer 3. Ich glaube, Top-Genesung habe ich auch nicht mehr. Ich muss früher oder später auf ein Gegengift setzen. Und dann notfalls auf den Trank. Ah, Psychokinese kann es. Okay, ich darf nicht mehr boosten. Beziehungsweise sollte vorsichtiger sein, was das Boosten angeht. Aber erstmal muss ich mich von der Vergiftung heilen. Verdammt. Okay. Gegengift. Haben wir denn irgendwo noch? Top-Genesung. Wenn wir das haben, dann Halleluja. Top-Genesung. Ich sehe hier nichts. Okay. Dann greifen wir zu einem Gegengift. Für Pitchlip. Sehr gut, 101. Und jetzt kann ich mich auf Feuerschlag konzentrieren. Verdammt! Dein Boost ist nicht schlecht, aber wird das ausreichen, ist die Frage. Voila, du bist eine Mumie. Oh ne, nicht schon wieder Toxin. Er spielt da wahrscheinlich mit Schutzschild. Kann ich mir gut vorstellen. Ich werde in Ruhe wieder Gegengift einsetzen. Die Zeit lasse ich mir. Was kommt jetzt? Zitrusbeere? Nein, Überreste. Trägt der verdammte Drecksack. Ruhe da drüben. Das hatte ich in meine Strategie bereits mit eingerechnet. Was? Etwa, dass ich meinen Boost hier aufsetze und ich versuche, mit meinem Feuerschlag zu besiegen? Nicht das. Aber meine Taktik, dich mit Toxin zu vergiften und Schutzschild einzusetzen, um eine Runde in die Verteidigung zu gehen, aber anscheinend bringt das relativ wenig. Ignatol, mach dich bereit. Du verlierst nur deine Runden. Feuerschlag! Wenn ich Glück habe, reicht das aus. Schade. Jesus. Psychochinese. Damit wirst du nicht weit kommen, Jesus. Unterschätze mich besser nicht. Du weißt nicht, welche unbändigen Kräfte in mir stecken. Okay, Feuerschlag, Pitchlip. Nicht so voreilig. Sehr gut. Feuerschlag, Pitchlip. So, hol dir den Boost zurück. Und doch? Du auch, Ignatol. Ignatol. So, die Frage ist, ob ich jetzt nochmal Kraftschub einsetzen kann. Was ist sicher, was ist unsicher? Was soll ich tun? Versuchen, Volltreffer zu landen, Pitchlip. Und doch? Das war trotzdem nicht schlecht. So, jetzt hauen wir erstmal die Vergiftung wieder raus.
Und dann kloppen wir dem Echnatol eins auf die Mütze. Wahrscheinlich werden es noch zwei Angriffe sein. Aber wir haben einen Dreierboost drin. Oh doch! Also ein Schwertanz und ein Kraftschub. Gegengift. 8 davon habe ich noch in der Tasche. Pitchlap, hier, bitteschön. Oh doch! Schutzschild. Blöd von dir. Du bist ziemlich gut als Trainer, hast auch sehr viel Erfahrungen gesammelt. Doch die Frage ist, ob dich das weiterbringen wird auf deiner Reise. Das werde ich schwer hoffen. Feuerschlag. Vielleicht landen wir jetzt einen Volltreffer. Oh doch! Schade. Und Toxinattacke. Das ist ziemlich schlau von dir. Und ich traue mich auch gar nicht mehr, Kraftschub einzusetzen. Stattdessen versuche ich jetzt weiterhin auf Gegengift aufzubauen. Und dann, früher oder später, endlich diesem Echnatol den letzten Schlag zu verpassen. Eine Runde kann er noch mit Überreste boosten. Weil ich mich jetzt erstmal heilen muss und er sowieso Schutzschild einsetzen wird. Ich sollte meine Taktik ändern. Zumindest was das Attackieren mit meinem Echnatol angeht. Heile dich. So. Aber erstmal sollte ich dein kleines Monster vergiften. Nicht so schnell. Feuerschlagattacke, Pitchle. Oh doch! Nein, Echnatol. Vermaledeit. Hol dir erstmal einen Boost, Pitchle. Sehr gut. Branawart. Lass es uns versuchen. Auch wenn wir ein viel effektiveres Pokémon am Start hätten. Oh doch! Pitchlip, Rückkehrattacke. Branawart! Ableithieb! Branawart! Was? Das ist nicht dein Ernst. Was habe ich denn jetzt gemacht? Ist irgendwie hier totaler Switch. Rückkehr. Das rockt! Aber war leider nicht ausreichend. Pitchlip, komm, pack mal noch eine Runde. Pack mal noch, ich glaube an dich. Ich glaube an dich, Pitchlip! Oh doch! Oh nein, Pitchlip, es tut mir so leid. Oh, da. Aber danke, Pitchlip. Das wirst du mir büßen. Du Branawart, halte durch. Los geht's, Playboy. Matrifall. Ja, verdammt, ein Pflanzen-Pokémon. Laubklinge, wir machen einen kurzen Prozess. Matrifall. Branawart. Brana. Hey, wir vergeben hier die Mumienfähigkeit weiter und weiter und weiter. Branawart. Playboy 53. Bock to Smoke 52. Zablarang wird in den Kampf geschickt. Da haben wir wenig entgegenzusetzen, aber wir versuchen es weiter mit Playboy. Setzen wir erst einmal auf einen Blättersturm. Matri! Matri voll! Zablarang! Halte dich bereit! Ja, dein Spezialangriff sinkt, dein Blättersturm wird schwach. Ablenkungsmanöver! Flammenwurf hat gesessen! Woher sollte ich wissen, dass dieses Elektro-Pokémon Flammenwurf kann? Tja, du kennst dich als Trainer einfach zu wenig aus. Oh Gott, was soll ich jetzt tun? Was soll ich jetzt tun, verdammt nochmal? Granisekrä, kannst du uns vielleicht weiterhelfen? Kastellett, Kastellett! Was willst du mit diesem bescheuerten Sandkasten? Wir spielen auf vollem Risiko. Kastellett, Kastellett! Komm, Donnerblitz, hältst du durch. Hausbruch! Oh! Adios amigo, Sandkasten, aber damit sollte deine Verteidigung sinken. Das stimmt, aber... Dafür steigt mein Angriff stark und mein Spezialangriff auch und natürlich auch meine Initiative. Das heißt,
Dann Zaplaran sollte sich verabschieden. Oh nein, Zaplaran! Zaplaran! Kastellet! Na warte! Gegen mein ultimatives Drachen-Pokémon hatte noch niemand eine Chance. Trikafello, zeig, was du kannst. Oh nein. Was ist es schneller? Aber wir konnten die Attacke abwehren. Kreuzschere! Oh nein, Trikafalo! Trikafalo! Warum? Drei Köpfe reichen nicht aus, um einen kleinen Krebs zu besiegen? Okay, Piondragi. Käfer gegen Käfer. Okay, mal abgesehen davon ist sein Pokémon kein Käfer-Pokémon, sondern ein Pokémon-Typ von Unlichtgift. Und damit war Kreuzschere auch leider nicht so effektiv wie gedacht. Nachtief, mach den Sandkastenjungen kaputt. Was? Trotz deinem Hausbruch hast du überlebt? Ganz genau, Kreuzschere. Piondragi! Warum? Sehr gut gemacht, Granisekrä. Ja, okay. Na gut. Toxiquack, du bist dran. Toxiquack. Granisekrä, Steinhagel-Attacke, schnell. Toxi. Toxiquack, komm, Stein macht dir wenig aus. Ich wusste es. Durchbruch. Jetzt, Harakiri! Oh nein, Granisekrä! Oh nein! Sehr gut! Wir haben nur noch drei Pokémon und eins davon ist Brainage! Streng dich an, Spritzprinz! Admurai! Wie? Wo was? Das hatte ich so nicht auf der Rechnung! Toxiquack, du musst es das Ruder reißen! Und nein, hoffentlich hat es keine Fähigkeit von wegen H2O-Absorber. Hat es nicht, geil! Weil manche Toxiquacks können Wasser, durch Wasser KP zurückbekommen. Habe ich gerade eben vergessen. Aber dieses Toxiquack nicht, sehr gut. Was? Toxiquack wurde auch besiegt? Das gibt's doch nicht! Mein Plan, meine Ambitionen, alles doch hier. Kann es denn wirklich so sein? Nein, niemals! Wie kann ich gegen einen unbekannten Trainer verlieren? Einen Niemand! Wie um alles in der Welt? Ich bin der unbestrittene und allmächtige Gründer von Team Plasma. Ich bin der unbezwingbare Herrscher, in dessen Macht es liegt, die Geschicke der Welt zu verändern. Und dennoch habe ich gegen einen dahergelaufenen Trainer verloren. Und das bereits zum zweiten Mal. Wie ist das nur möglich? Es will mir einfach nicht in den Kopf. Wie konnte ich nur gegen solch minder bemittelte Tölpel verlieren, die nicht einmal imstande sind, Pokémon als das anzusehen, was sie in Wahrheit sind. Nämlich willenlose Werkzeuge. Dieses Wort kommt mir nur schwer über die Lippen. Aber Vater, sieh es doch ein. Pokémon sind mitnichten Willen und seelenlose Werkzeuge zur Umsetzung deiner wahnwitzigen Pläne zur Erlangung der Weltherrschaft. Bei den Pokémon handelt es sich nämlich um unsere treuen Partner, an deren Seite es uns möglich ist, über uns selbst hinauszuwachsen. Einige Menschen haben dies begriffen. Warum du bloß nicht? Sei still und hüte deine gespaltene Zunge, du falsche Schlange! Du wagst es, dich hier aufzuführen, als wärst du ein Mensch aus Fleisch und Blut! Erspar mir dieses jämmerliche Schauspiel, du scheusale Menschengestalt, welches die Sprache der Pokémon beherrscht! Du bist kein Mensch, denn Menschen können nicht mit Pokémon sprechen! Meister Jesus hat seinen klaren Verstand verloren. Nun ist es an uns. Nun, ohne meinen Vater an seiner Spitze ist es im Team Plasma wohl schlecht bestellt. Auf Wiedersehen. Er hat sein Schwert vergessen.
Im Namen aller möchte ich dir meinen Dank aussprechen. Kyurem ist wohl auf. Es hat sehr viel Kraft verloren. Das wird hierher zurückkehren. Seekrom dankt dir aufrichtig. Und ja, ich kann in der Tat mit Pokémon sprechen. 2 Jahre sind nun vergangen, seit Milarun ein gewisser Trainer etwas Hilfreiches mit auf den Weg gaben. Je mehr Menschen man begegnet, desto mehr unterschiedliche Meinungen hört man. Die eigene Auseinandersetzung mit verschiedenen Ansichten ruft gleichsam eine Kettenreaktion hervor, die in meinem Falle dazu geführt hat, dass sich mein Horizont erweitert hat. An der Seite unserer treuen Pokémon bestreiten wir Menschen den Pfad des Lebens, der uns zu neuen Horizonten führt, während es den Pokémon in unserer Gesellschaft möglich ist, ihre ureigenen Kräfte wahrhaftig zur Geltung zu bringen. Dies ist der Wunsch für uns Menschen und die Pokémon, den Seekrom mit mir auf den Weg gegeben hat. Der Tag wird kommen, an welchem Wunsch und Wirklichkeit eins und Menschen wie Pokémon ein für alle Mal von Pokébällen befreit sind. Und du? Wonach streben du und deine Pokémon? Begib dich geradewegs zur Pokémon-Liga, um deine Wünsche dort einer Prüfung zu unterziehen. N, ich danke dir für alles. Mach's gut. Friedhof. Die Plasma-Fregatte hat sich in Luft aufgelöst. Ist der Spuk damit vorüber? Ja. Ja, das denke ich schon. Verstehe. Das war's dann also wirklich. Aber sei's drum. Die Hauptsache ist doch, dass ihr Kyurem aus den Fängen von Team Plasma gerettet habt. Vor dir muss ich echt meinen Hut ziehen. Ich werde meiner Schwester dann mal ihr Feliu zurückgeben. Tja, ich komme es zwar immer noch nicht aus meinem Pokéball heraus, aber egal. Und was hast du nun vor? Nun ja, ich werde wahrscheinlich... Oder, was heißt wahrscheinlich, werde ganz bestimmt zur Pokémon-Liga gehen. Hat dir gesagt, du solltest dich mal zur Pokémon-Liga aufmachen? Das ist keine schlechte Idee. Immerhin bist du ja der stärkste Trainer in ganz Einal. Du übertreibst, Friedhof. Geh hinaus und stelle deine Stärke unter Beweis. Erinnerst du dich, wie wir uns zum ersten Mal in der Riesengrotte begegnet sind? Folge von dort aus einfach dem Weg, bis du auf Route 23 gelangst, an deren Ende sich die Siegestraße und im Anschluss daran die Pokémon-Liga befindet. Was machen wir damit? Dies ist der Stab, den Jesus mit sich führte. Verlieh er ihm die Kraft, Kyurem zu seiner Marionette zu machen? Ach, lass es einfach stecken. Sieht aus wie Excalibur, findest du nicht? Ja, Friedhof, finde ich auch. Okay, Friedhof, ich danke dir für alles. Dann machen wir uns mal auf den Weg. Aber nicht mehr in dieser Folge. Ich sage Dankeschön, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann. Oh, ihr seid wohl auf. Da fällt mir aber ein Stein vom Herzen. Team Plasma Schiff entstieg ein Mann, der seiner Kleidung nach zu urteilen ein Wissenschaftler gewesen sein dürfte.